Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem 8.2 Testserver in World of Tanks. Ich werde euch jetzt nochmal den T54E1 zeigen, da in dem letzten Video es nicht so gut gelaufen ist. Damit ihr jetzt noch einen besseren Einblick sehen könnt, drücke ich jetzt auf den Startknopf. Und wir kommen gleich in noch ein Gefecht. Wieder haufenweise Artillerie. Malinowka in einem Begegnungsgefecht. Und ich werde wohl unten rum fahren und nicht auf den Hügel. Da habe ich nicht so gute Erfahrungen. Ein T10 Match. Mir mein T50-2 und der Gegner einen T71 als Scout, der allerdings noch nicht im Gefecht ist. Ja, ich halte von dem T71 nicht allzu viel. Naja, los geht's. Hier runter. Ja, Berg runter ist er eigentlich recht schnell. Hat 4 Schuss. Jedes so um die 400 Schaden. Und er lädt so in 28 Sekunden nach. Bis 29. Im Moment ist sogar der Ping auf dem Testserver recht gut. Normalerweise ist er um die 150. Jetzt ist er sogar bei der 100. Ja. Naja, ich folge dem schon. Ein Bad Chatillon. Ja, Bad Chats gefallen mir nicht so als Gegner. Sie sind ganz lustig zu fahren mit ihren 5 Schuss. Können ja einiges an Schaden machen. Aber die gehen auch recht schnell drauf. Ja, ich fahre schon hinterher. Anscheinend gibt es im 8.2 auch einige neue Waffensounds, wie man hier schon bestimmt schon gehört hat. Ja. Und wenn zum Beispiel die Kette kaputt ist, dann sieht man, wie weit die schon repariert ist und wie lange es noch dauert, bis die repariert ist. Und ich kann ihn von hier aus treffen. Ist nicht mehr. Ich soll doch wieder an das Fenster da fahren. Bleib stehen. Kann ich dich doch nicht treffen. Soll der mich doch vorfahren lassen? Ich habe kein Leben. Noch einen Schuss. Den bekommt der Bedshot. Und nur Enemies Hit. Ja, jetzt dürfen wir wieder 28 bis 29 Sekunden nachladen. Mit einer 100% Crew würde das wahrscheinlich auch schneller gehen. Die Artillerie macht einen guten Job hier. Wir gewinnen das. Der T71. Und ein Jagdpanzer E100.
Was? An der Seite müsste ich doch durchkommen. Na also. Scheine ich nicht gut durchzukommen. Vorne. Und jetzt darf ich wieder nachladen. Nur noch Artillerie übrig. Dann heißt es Search and Destroy. Nachdem ich nachgeladen habe. Das war so über so einen Traktor so drüber holpert. Was war denn das für ein Griff? Also, mit Artillerie sollte man das sich nicht anlegen. Ja. Aber ich denke schon, dass wir das hier gewinnen. Nur noch zwei Artillerien übrig. Gut, das, was ich jetzt da als letztes gemacht habe, war nicht ganz so gut, aber immerhin habe ich dadurch etwas Artillerie gescoutet. Hier ist schon mal der T-57, den ich euch auch noch gleich zeigen werde nach diesem Gefecht. Bom, hat der noch 2 HP. Hat auch einen Autoloader, der T-57. Na, fahr doch vor. Ach, leider nach. Die muss nur vorfahren und die Artillerie macht den Rest. Wenn wir nur wüssten, wo er ist. Der Bad Chat 155. Er dreht sich um. Ja gut, das hier ist jetzt nicht mehr so spannend. Das werden wir schon noch gewinnen. Dann gehe ich mal zurück in die Garage. Und zeige euch den T57. Hat einen ziemlich eckigen Turm. Die Panzerung von der Front hier ist ziemlich gut, also 203. Und dann noch so abgewinkelt, kommt man schon schwer durch. Die Turmpanzerung ist dafür nicht so gut, dafür ist die halt stark abgewinkelt. Und der ist halt wirklich langsam. Ja, also gut gepanzertes Teil eigentlich. Und naja, ein T10-Match. Mit einem T10 kommt man in T10-Matches. Hat auch 4 Kugeln, lädt aber recht schnell nach. Also es ist ein annehmbarer Panzer. Drei AMX 50 F155, das könnte gefährlich werden. Und noch ein Jagdpanzer E100, also vor den Jagdpanzern sollte man sich wirklich in Acht nehmen. Die machen groß Aua. Ich fahre einfach mal vor. Ich hoffe, dass da auch noch Unterstützung kommt. Ja, so einer.
Ja gut, jetzt kommen eigentlich einige hierher. Da ist schon mal der eine, der französische Premium-Panzer. Und es ist gar keine Artillerie hier. Das hat mich eigentlich recht überrascht. Denn hier hat man ziemlich viel Artillerie. Hat der echt noch 12 HP? Hm, wenn man 2 AMX 50 F-155 ausgesetzt ist, ist das schon ziemlich brutal. Aber sie sind auch an mir abgeprallt, woran man sieht, dass der wirklich eine gute Panzerung hat. Aber da es so recht kurz war, sehen wir uns gleich wieder in noch einem Gefecht mit dem T-57. So, hier bin ich wieder auf Siegfried Lion jetzt. Ja. Dann zeigen wir mal so, was das Biest so drauf hat. Wir müssen angreifen und die verteidigen die Stadt. E50M schreit nach Hilfe. Ja, toll. Rollen wir erstmal hier zur Stadt. Und da auch schon ein erster Gegner, ein Objekt. Oh. Man sollte vorsichtig sein, wenn man so große Jagdpanzer dabei sind. Die machen wirklich viel Schaden. So. Ui. Der ist tot. Und noch ein Schuss, okay. Man macht ungefähr 360 Schaden so. Aber mehr als 400 habe ich jetzt eigentlich nicht viel gesehen. Also ganz so viel wie der AMX 50B macht der hier jetzt nicht. Aber dafür lädt er auch recht schnell nach. Verdammt, daneben. Verarsch mich nicht. Naja, gut, das schafft er schon. Rammt der mich hier? Jetzt dreht sich auch noch mein Turm langsamer. So. Ein AMX 50B. Pushen wir hier etwas. Der 50B zieht sich wohl zurück. Da kommt wieder der Bat-Chat. Und er fährt nicht raus. Kann ich nicht treffen. Da hinten ein AMX 50 F-155. Hoffentlich bekomme ich Unterstützung von dem. Er lädt auch recht schnell das Magazin nach. Oh, sogar jetzt 400. Ich weiß nicht genau, wie der durchschnittliche Schaden liegt. Müsste ich mal nachschauen. Ja. Aber ich sollte wirklich mir mehr Zeit mit den Zielen lassen. Hätte ich den IS-8 da auch gekillt.
So. Wow. Scheint doch recht guter Schaden zu sein. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, sogar angezündet. Das ist viel Schaden. Und da hinten eine Artillerie. Der ist tot. Ja, recht gutes Match. Und es ist schon ein annehmbarer Panzer, der einiges leisten kann, besonders wegen seiner Panzerung. Und er macht ordentlich Schaden, wie man gesehen hat. Wir haben sogar einiges an Geld bekommen. Insgesamt 4.461 Schaden. Die meiste Erfahrung. Ja. Ein durchaus gutes Match. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein wenig Einblick gebracht in diesen Panzer hier. Jetzt der Schaden liegt bei 400 und eine wirklich gute Durchschlagskraft. Also, danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Videos über den Testserver gefallen haben, dann liked sie, teilt sie und abonniert mich für mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.